Yo, was geht ab? Hier ist wieder Damian aus dem Kraftraum. Und wir haben heute schon Samstag Nacht. Und zwar 23.25 Uhr. Also ich mache gerade Nachtschicht. Ich weiß eigentlich gar nicht warum, aber irgendwie ist es darauf hinausgelaufen. Und zwar habe ich jetzt gerade noch den Podcast fertig gemacht, damit er auch morgen mal wieder pünktlich, so wie sonst auch immer, online ist. Und dann dieses Video, was ihr jetzt gerade schaut, ist dann auch morgen pünktlich eine halbe Stunde später wie sonst immer. Weil ich habe nämlich gemerkt, wenn ich am Sonntag um 9 Uhr release, so wie Pascal nämlich auch, dann gucken ihr zwar erst alle mal bei Pascal und kommen dann vielleicht zu mir rüber. Deswegen machen wir einfach 9.30 Uhr, dann habt ja, dann erst Pascal gucken, dann könnt ihr bei mir gucken und dann könnt ihr bei allen anderen gucken. Keine Ahnung, bei wem ihr sonst noch gucken wollt, aber ja, machen wir einfach 9.30 Uhr. Oder vielleicht mache ich doch 9. Ich weiß noch nicht genau. Ja, gut. Aber auf jeden Fall, die Woche ist Peaking-Woche. So die letzte richtige Peaking-Woche, sag ich mal, die auch schwer ist. Ich werde zwar morgen noch einmal schwer drücken, aber so an sich, ich weiß schon gar nicht mehr die ganzen Tage. Heute habe ich auf jeden Fall schwer gebeugt. Ich habe vor ein paar Tagen, also ich habe dann gestern schwer gedrückt, genau, nochmal, oder vorgestern. Hey, ihr merkt schon, ich bin echt durch, aber und irgendwann habe ich am Montag oder Dienstag schwer gehoben. Ja, und ich habe aber am Samstag letzte Woche auch schon versucht, schwer zu heben und das lief ein bisschen schief. Auf jeden Fall hier der Vorteil, aber auch der Nachteil von dem Home Gym. Einerseits Vorteil, dass ich heute einfach nach dem Training heimgehen konnte, weil ich keinen Bock hatte. Ich wollte einfach heim und was essen. Ich habe nicht abgebaut. Aber Nachteil, ich muss trotzdem irgendwann noch abbauen. Ja. Ich habe sogar einfach nur die ganzen Sachen ausgezogen und hingeworfen. Ey, richtige Katastrophe. Aber naja, auf jeden Fall, lass mich überlegen, wir fangen an mit dem Kreuzheben. Es war so, ich habe an diesem Samstag, ich habe ja die Woche davor irgendwie 230 auf 3 gehoben. Das war ja schon so richtig, eine richtig krasse Leistung für meine Verhältnisse, weil ich ja im Kreuzheben auf Wiederholung so scheiße schlecht bin. Und dann habe ich mir irgendwie gesagt, hey, 230 auf 3, komm, ich muss noch irgendwas Schwereres muss ich noch heben irgendwie vor dem Wettkampf. Und ich hatte auf einmal so 240 auf 2 im Kopf. Das beruht auf keiner Berechnung von Estimated One RM oder sonst irgendwas, sondern einfach, ich wollte einfach 240 auf 2 auf einmal irgendwie heben so. Und dann dachte ich mir so, okay, komm, das mache ich. Das war eben Samstag. Und dann bin ich ins Gym gekommen, habe mich eigentlich auch gut gefühlt und alles. Mich warm gemacht und dann irgendwie angefangen, die 200, 220 ging auch alles super, 230 ging auch super. Da habe ich die Kamera aufgebaut, habe mein Handy noch hingestellt zum Filmen, dass ich dort verschiedene Winkel habe. 240 aufgeladen und sind einfach knapp über dem Knie hängen geblieben. Also, was heißt hängen geblieben? Ich habe einfach nicht weitergezogen. Ich habe sie einfach nicht gezogen. Also einfach ohne Grund so. Ich hätte die halt auch hochheben können. Aber ihr kennt es vielleicht beim Kreuzheben. Gerade, ich weiß nicht, ob es bei Sumo auch so ist. Wahrscheinlich eher nicht, aber beim klassischen Kreuzheben so. Man kann so mit der Technik so im Rücken, sag ich mal, ein bisschen einbrechen, dafür hebt man es vom Boden immer los. Aber dann hast du halt über den Knie meistens ein Problem im Lockout einfach. Und wenn du dann nicht im Wettkampf bist und halt einfach aus Prinzip weiterziehst und nicht loslässt so, dann fühlt sich's manchmal so ultra schwer an und man denkt so, man bleibt schon voll hängen und legt dann einfach ab und guckt sich später das Video an und denkt so, eigentlich war die Stange noch voll am hochgehen so und einfach aufgehört zu ziehen. Und so war es hier. Es hat sich übelst schwer angefühlt und ultra langsam und ich habe dann einfach, ja, ich war vom Kopf her einfach nicht da. Es war wirklich einfach so, vom Kopf her war ich nicht voll da und war nicht 100% irgendwie dabei und habe halt nicht Vollgas gegeben so. Und es hat mich auch voll aufgeregt dann. Also also erstmal hat die Kamera hier, habe ich vergessen anzuschalten, das heißt, sie hat nicht aufgenommen. Ich habe es nur auf Video, nur mit dem Handy aufgenommen und dann habe ich mich echt aufgeregt so und das kann doch nicht sein, ey. Und dann wollte ich so aus Prinzip das noch versuchen und einfach machen, also aus Prinzip einfach ziehen halt und nicht loslassen. Und der zweite Versuch war noch viel schlechter. Ja, da habe ich sie nicht mal übers Knie bekommen, glaube ich. Also, das war schon so ein bisschen frustrierend, ja. Aber gut, ich wusste ja,
scheißegal. Es ist einfach nur an dem Tag irgendwie ein bisschen blöd gewesen. 240 hebe ich eigentlich sonst immer. Also wirklich normalerweise immer so. Die gehen auch immer, aber irgendwie an dem Tag war einfach nicht drin so. Ich war nicht gut drauf und war vom Kopf her nicht voll da. Aber auf jeden Fall, paar Tage später, ich glaube eben drei Tage später war dann Kreuzheben wieder dran und da habe ich mir schon gesagt, so, die müssen gehen. Die müssen dann gehen. Und dann habe ich auch die, ja, 240 wieder aufgelegt. No fucking regrets! Und habe die erste auch okay gehoben und habe ich die zweite aus Prinzip auch gehoben. Und die zweite, die war nicht schön, die war auch nicht nötig. Die wäre im Wettkampf auch ungültig gewesen, so, aber die musste halt dann sein. Ja, war dann trotzdem eine Bestleistung, weil ich halt, wie gesagt, noch nie Kreuzheben gut auf Wiederholung konnte und auch noch nie, also die Woche davor 230 auf Wiederholung war auch schon das erste Mal, dass ich mit so einem Gewicht auf Wiederholung gemacht habe. Von daher, ja, Bestleistung ist Bestleistung. Und dann habe ich ein paar Mal die Woche auch irgendwie Bankdrücken gemacht und Bankdrücken war immer so ein bisschen tagesformabhängig auch so. Da merke ich, dass ich aktuell einfach, ja, dieses Peaking-Training ist halt scheiße für mich. Ich merke das einfach so, dass ich dann, ich weiß nicht, ob ich schlechter schlafe dazu noch und, aber auf jeden Fall irgendwie, ja, mir fehlt dieses ganze andere Training drumherum, um mich gut zu fühlen so. Also das ganze viele Latzin und Rudern und so viele andere Sachen machen so, die einfach, da fühlt man sich halt gut, wenn man sowas macht, ja. Und das fehlt mir gerade. Und das merke ich eben einfach, weil ich halt oftmals irgendwie morgens aufwache oder auch nachts aufwache und meine Arme eingeschlafen sind, wenn ich so im Bett liege. Oder ich halt einfach hier so voll verspannt bin, hier vorne so dicht bin. Ich habe das Gefühl, ich bin so, ah, so alles so zugekrampft. Wisst ihr, was ich meine? Kennt ihr bestimmt auch. Also wenn man so, ja, man merkt einfach so, es wird dann irgendwann auch Zeit, so, dass das Training, diese Phase auch vorbei ist, der Wettkampf dann kommt und man danach wieder so einen Gang zurückschalten kann, wieder ein bisschen, ja, schon noch gescheiter trainieren kann irgendwie. Und das habe ich halt beim Bankdrücken wieder gemerkt, weil ich halt einfach meine Arme dann so, ja, so leichte Schmerzen und so ein bisschen so hatte, so nichts Schlimmes und so, auch durchs Aufwärmen wurde es auch immer besser in der Regel, aber trotzdem, so, das muss halt nicht sein, aber ich habe dann auch gestern, ich glaube, es war gestern, habe ich 117,5 auf 2 gedrückt mit richtiger Pause bei beiden und es war auch dann meines Wissens nach doch auch Bestleistung. Ja, also Bankdrücken bin ich auf jeden Fall auch gespannt, was beim Wettkampf dann geht. Also ich hoffe, ich generell, dass ich da einen guten Tag erwische. So. Ja, ich will auf jeden Fall irgendwie überall Bestleistung machen und ich glaube, es ist auch überall drin, weil heute Kniebeuge, da war es wie beim Kreuzheben auch. Ich habe mir gestern Abend nochmal die 200 auf 3 von vor dem Insanity Meet 2019 angeschaut. Bei dem Wettkampf habe ich ja dann zum ersten Mal 220 gebeugt oder auch zum einzigen Mal 220 gebeugt und es war ja irgendwie ein 17,5 Kilo Wettkampf-PR, also schon so eine heftige Bestleistung eigentlich. Und da habe ich die eben 2 Wochen vor dem Wettkampf auf 3 gebeugt, 200, und ich habe die ja letzte Woche mit Vanessa auch 200 auf 3 gebeugt und habe die nochmal verglichen und auch wenn die letztes Jahr irgendwie stabiler und sauberer aussahen, ging die dieses Jahr, also jetzt vor 2 Wochen da eben, oder nee, vor einer Woche, ging die halt einfach besser und schneller. Und dann dachte ich mir so, okay, eine war auf jeden Fall letztes Jahr auch noch drin und dieses Jahr auf jeden Fall auch eher 2. Also ich hätte wahrscheinlich 5 machen können. Ja, ich bin mir ziemlich sicher, ich hätte 5 machen können. Aber mal so geschaut, so, okay, was würden das auf eine Wiederholung ergeben oder auf 3 oder auf 2 und so.
Oder was müsste ich denn auf zwei beugen, um halt eben bei einer Wiederholung mehr zu erreichen und so weiter. So ein bisschen so geschaut. Und dann hatte ich einfach im Kopf 210 auf zwei. Und ich habe bisher im Leben nur zweimal mit mehr als, also mit 200 Kilo oder mehr Wiederholungen gemacht. Eben letztes Jahr vor Mentality und dieses Jahr letzte Woche. Und ich habe dann auch nur einmal 210 gebeugt vor dem Insanity, die Woche davor, eine Wiederholung. Beim Insanity habe ich, glaube ich, was habe ich da gemacht? 200, 212,5 und 220, glaube ich, waren meine Versuche. Ja, genau. Und mehr als 210 eben. Und dann halt beim Wettkampf, die Versuche habe ich seitdem noch nie gebeugt. Und dann dachte ich mir so, okay, 210 auf 2 wäre halt schon so richtig krass und es wäre halt einfach nochmal so deutlich mehr und so ein richtiges Statement auch für mich selbst so. Und wäre halt richtig gut für mich, auch für den Kopf, wenn ich dann zum Wettkampf komme und ich weiß so, hey, ich habe vor einer Woche 210 auf 2 gebeugt, da ist halt 220 sowieso drin und mehr drin, so. Ich habe beim Aufwärmen aber gemerkt so, boah, Alter, heute bist du irgendwie nicht so fit. Also es hat sich echt bei 160 schon nicht so schnell und gut angefühlt. 180 haben sich echt schwer angefühlt, muss ich sagen. Aber ja, ich habe dann trotzdem 210 am Schluss aufgelegt. Und habe dann Instagram live laufen lassen, dass ein paar Leute zugucken. Einfach noch so, mich mehr zu pushen, weil klar, dann, ich habe eh die Kamera gehabt und ich hätte es auch sowieso ins Video gepackt, ob ich jetzt versage oder nicht, ob ich es schaffe oder nicht. Aber wenn direkt Leute mit dabei noch live sind, so, dann weiß nicht, das pusht einfach. Das weiß jeder, das ist einfach so. Man macht das zwar für sich, ich mache das Training auch für mich, aber diese Bestätigung, die man bekommt, ist es einfach so total menschlich, dass man das gut findet und es auch will. Ja, diese Anerkennung, die man bekommt und so, und auch dieses, dass halt Leute zugucken, dass es einen motiviert und alles, und komplett normal. Also von daher habe ich das einfach so genutzt, um mich noch ein bisschen mehr zu pushen an einem Tag wie heute, wo ich eigentlich nicht so fit war und ja, das Aufwärmen sich nicht so gut angefühlt hat. Ja, und was dann bei rausgekommen ist, könnt ihr euch jetzt angucken. Let's go. Look deep in my eyes. Can you see the hate? There is no way back. You're my enemy, enemy. Can you see the hate? You're my enemy, enemy. You're my enemy. You're my enemy. Ah, ähnlich wie beim Kreuzheben, also die zweite, die war schon eher so ein bisschen hässlicher und so, aber es ging. Ich habe es gemacht, ich habe es geschafft. Ich bin stolz drauf und es gibt mir ein gutes Gefühl, dass da auf jeden Fall beim Wettkampf auch was gehen wird, auch in der Kniebeuge, was ja so ein bisschen so, ja, wie soll man sagen, ich hatte da so ein bisschen Bedenken, ob das reicht, ja, bis zum Wettkampf hin, dass ich da dann wieder auf ein gutes Niveau komme und ja, es scheint ganz gut zu sein so. Deswegen bin ich echt gespannt, ja, was da nächste Woche gehen wird. Morgen werde ich nochmal schwer drücken und dann werde ich nur Dienstag nochmal beugen und heben, aber auf jeden Fall leichter und ein bisschen schneller, ein bisschen locker einfach, einfach nur ein bisschen bewegen und Mittwoch das gleiche beim Bankdrücken und ja, dann Freitag losfahren nach Bayreuth, dort pennen. Samstag werde ich morgen, also vormittags ist Vanessa dran, da werde ich Vanessa betreuen, weil ihr eigentlicher Betreuer, falls du zuschaust, ich weiß nicht warum, ihr eigentlicher, nicht auftaucht. Keine Ahnung warum, aber falls er das sieht, ich kann mir denken warum. Naja, auf jeden Fall werde ich Vanessa betreuen, weil Stefan kann sie nicht betreuen, weil er eine Athletin von den beiden betreut. Deswegen hat sie gefragt, ob ich es machen kann. Weil wir ja auch eben schon hier zusammen trainiert haben und ich sie ja auch schon ein bisschen länger auch kenne, auch von den Wettkämpfen und so. Das heißt, ich kenne sie so ein bisschen schon. Ich werde noch mit dem Francesco Virsi quatschen, ist ja der Trainer, dass er mir noch ein bisschen sagt, so was er generell bei ihr
so macht, so wegen Gewichtssteigerung und so weiter, dass man mir einfach nochmal ein bisschen so Tipps und Insights gibt zu ihr als Athletin, wie sie beim Wettkampf auch ist, was sie da gerne braucht und was, ja, hat ja schon einige Wettkämpfe mit ihr gemacht, deswegen, dass ich einfach dann auch für sie gut vorbereitet bin, damit sie dann auch einen guten Wettkampf machen kann und ich halt eben weiß, okay, selbst wenn ihr Kreuzheben beim ersten Versuch ein bisschen lahm aussieht oder sonst oder schwer aussieht oder sonst irgendwas, dass sie normalerweise gut draufpacken kann oder halt eben lieber vorsichtiger sein. Gibt ja so viel, was man da beachten muss. Von daher will ich mich da auch als Betreuer gut vorbereiten und ich bin dann nachmittags dran. Alex wird mich betreuen. Ja, das wird bestimmt gut, weil ich brauche eigentlich nur jemanden, der mir sagt, wann ich dran bin, dass ich nicht noch den Stress habe, die ganze Zeit zu gucken, wann bin ich dran. Ich habe ja zwar schon viele Wettkämpfe auch alleine gemacht. Ist auch kein Problem für mich, aber ist trotzdem nett, wenn dann einfach jemand da ist und dir sagt so, hey, okay, noch drei sind vor dir und dann bist du dran, dann weiß man einfach Bescheid. Ja, wegen Versuchsauswahl haben jetzt auch ein paar gesagt, es wäre interessant, mal darüber zu quatschen, so wie man eine gute Versuchsauswahl trifft. Und es ist halt echt schwer, weil das ist bei jedem anders irgendwie. Es gibt Leute, die machen super gerne große Sprünge, also Gewichtssprünge vom ersten zum zweiten und zum dritten Versuch. Andere, die machen das super kleine. Das kommt immer auch ein bisschen drauf an, wie stark du halt bist. Ich meine, klar, wenn du als Mädel irgendwie dann im dritten Versuch vielleicht beim Bankdrücken 60 Kilo hast, dann wirst du nicht einen 10-Kilo-Sprung machen von 50 auf 60, sondern halt eher von 55 oder 75 auf 60. Dass du halt einfach relativ prozentual gesehen trotzdem ja keinen so gestörten Sprung machst irgendwie. Aber jetzt erstmal Versuchsauswahl generell. Ihr könnt euch, wenn ihr noch keinen Wettkampf gemacht habt und bald den ersten Wettkampf macht, einfach nochmal Kraftraum-Podcast Folge Nummer 1 anhören. Wirklich, Folge Nummer 1 war mein erster Wettkampf. Also dein erster Wettkampf im Endeffekt dann. Es geht darum, so worauf muss man achten für den ersten Wettkampf? Eben auch Versuchsauswahl, wie man die am besten trifft und so. Also einfach so ein bisschen unsere Erfahrung von mir und André damals. Und auch ein bisschen Stories von unseren Wettkämpfen, weil bei mir lief immer einiges schief bei den Wettkämpfen bisher. Vor allem die ersten paar. Aber ja, Versuchsauswahl generell, vor allem bei der Kniebeuge, lieber zu leicht als zu schwer, vor allem für den ersten Versuch. Also das ist der erste Versuch generell im Wettkampf. Das heißt, ihr wollt in der Regel gut in den Wettkampf starten. Mit einem guten Gefühl und einem Gewicht, was ihr einfach easy und sauber bewegen könnt, so dass ihr wisst, ihr geht da mit 5 Kilo weniger rein und haut das Gewicht hoch, ja, und denkt euch, krass, es fühlt sich so leicht und schnell gerade an, heute geht richtig was, so, als dass ihr dann bei dem ersten Versuch schon bei der Kniebeuge denkt, so, boah, fuck, ist die schwer. Ja, also wirklich, das ist so, gerade für den ersten Wettkampf kann ich es nur empfehlen, lieber überall ein bisschen leichter reingehen und dann einen größeren Sprung machen, als dass ihr zu schwer startet, weil ich habe es echt schon oft gesehen, dass Anfänger, die beim ersten Wettkampf sich schon die Drittversuche ausgemalt haben. Erst Versuch mache ich das, zweite mache ich das, im dritten mache ich dann das. Und merken aber dann auf einmal beim ersten Versuch so, wow, fuck, das war gerade viel schwerer. Oder verpassen ein Kommando. Machen das mit den Kommandos falsch, machen einen ungültigen deswegen und dann ist eben die Frage, mache ich lieber safe das Gleichgewicht nochmal und mache es gültig erstmal oder wie geplant steigere ich, aber im Zweifelsfall schaffe ich es vielleicht nicht, wenn es blöd läuft und dann habe ich ein Problem, weil ich dann keinen gültigen habe. Das sind so Sachen, die muss man halt ein bisschen beachten. Meine Opener, die ich jetzt angegeben hatte, das war ja schon vor, wann war denn das, vor 2 Wochen ungefähr, vor 1-2 Wochen habe ich die angegeben gehabt. Kniebeuge 200, Bank 115 und Kreuzheben 240. Und ich gehe davon aus, dass ich die Kniebeuge wahrscheinlich noch ein bisschen erhöhen werde, dort vor Ort dann. Bank vielleicht auch ein bisschen, Kreuzheben werde ich wahrscheinlich nicht erhöhen. Ziel ist ja wirklich 600 total. Aber mein Ziel ist auch eigentlich immer eine Bestleistung zu machen. Wenn es geht in allen Disziplinen oder halt auf jeden Fall in mindestens einer und im Total. Und wenn ich das alles eben beachte und auch heute, wie die Kniebeuge lief und so weiter, dann habe ich jetzt halt irgendwie so, also ich hatte so in meinem Kopf, okay, am realistischsten erstmal für die 600 wird sein 220 Kniebeuge, 125 drücken, 255 heben.
Das wäre Kniebeuge, PR wieder einfach eingestellt, also keine neue Bestleistung, aber meine Bestleistung halt wieder erreicht. Bank und Heben 2,5 Kilo mehr jeweils. Und damit hätte ich genau 600. Und jetzt, heute nach dem Kniebeugen, so denke ich mir aber, hey, ich will auch eine Kniebeugen-Bestleistung haben. Und es wären dann halt so diese 2,22,5 Minimum. 2,25 vielleicht. Wäre schon krass. 2,25 wäre schon gleich. Das ist schon einfach nochmal so ein Schritt mehr, aber wer weiß. Und deswegen muss ich dann überlegen, ob ich dann halt von 200 Kilo im zweiten auf 215 gehe und dann eben auf 2,22,5 zum Beispiel. Oder halt je nachdem, wie es halt läuft. Wenn es schlecht läuft, auf 2,20, damit ich die halt safe habe. Oder wenn es gut läuft, 2,22,5, 2,25, keine Ahnung. Oder dass ich halt eben mit 205 schon einsteige und dann halt auf 215 oder 217,5 gehe und dann halt guck, was von da aus noch geht. Das ist halt ein bisschen so die Frage. Das muss ich mir jetzt noch gut überlegen, weil man muss da schon so ein bisschen, ja, richtig pokern, dass man auch die richtigen Schritte dann macht und halt eben nicht dann den dritten liegen lässt, weil man zu gierig wurde, aber dann beim zweiten zu niedrig war, um halt noch eben mit dem Total auch das zu erreichen, was man möchte, weil jedes Kilo, was ich da halt nicht schaffe, fehlt mir halt hinten raus und muss ich dann halt mehr drücken oder heben. Und deswegen bei der Beuge schon maximal viel rausholen wäre halt praktisch, weil heben kann ich dann ein paar Stunden später immer noch gut, in der Regel. Bei der Bank bin ich mir auch aktuell sehr sicher, dass 125 drin sind. Also so wie ich die 122,5 gedrückt habe, war auf jeden Fall noch mehr drin. Und es könnte halt auch, also es ist auch gut noch mehr drin. Also natürlich ist es immer blöd, von irgendwelchen Zahlen zu sprechen, sowas man denkt, was drin sein könnte und sowas. Aber 127,5 oder wenn es halt gut läuft, 130, das wäre halt schon richtig geil, weil dann hätte ich schon diese 5 Kilo nochmal on top Puffer. Und selbst wenn es beim Kreuzheben dann schief gehen würde im dritten, dann hätte ich halt wahrscheinlich mit dem zweiten schon die 600. Und ja, das wäre halt geil. Also je nachdem, was ich dann halt gebeugt und gedrückt habe, werde ich dann halt im ersten 240 heben und im zweiten dann halt die 600 gleich machen. Sei es dann mit 250, 252,5 oder sonst irgendwas in der Richtung so. Und im dritten dann nochmal versuchen, was halt geht. Auch wenn Kreuzheben aktuell beschissen lief so, ja, traue ich mir das eigentlich schon zu. Von daher, Es bleibt spannend. Also ich habe echt Bock drauf und ich bin gespannt. Ich bin gespannt, wie es laufen wird. Und ja, ist natürlich immer, man geht natürlich immer auch so ein gewisses Risiko ein, gerade wenn man dann auch öffentlich über solche Sachen spricht und dann halt auch schon so sagt, was man irgendwie erreichen möchte und sowas. Und dann, falls es halt dann komplett schief geht, das ist halt kacke. Ich meine, Insanity 2019 war ja ein super Beispiel bei mir. Da habe ich beim Bankdrücken erst Versuch geschafft. Und den zweiten Versuch dann halt einfach gar nicht geschafft. Also null, da war einfach die Luft raus. Und im dritten habe ich es dann nochmal probiert, das gleiche Gewicht, und wieder nicht geschafft. Und da haben wir halt einfach 10 Kilo oder im Optimalfall 15 Kilo halt gefehlt. Ja, fürs Total. Und ja, weiß nicht, hätte ich die da vielleicht gehabt, dann hätte ich wahrscheinlich vielleicht auch da schon dann halt eben beim Heben im dritten nicht ganz so hoch gehen müssen und so weiter, hätte ich dann vielleicht auch geschafft und dann wären vielleicht auch 600 drin gewesen, aber war halt nicht drin an dem Tag. Das war halt gut mit Watercut noch und sowas, ist halt auch kacke, das hat mir echt viel Energie geraubt, viel Power geraubt so und ja. Ich habe ja letztes Jahr, also dieses Jahr im Januar beim Dedicated Sports 3 Nation Powerlifting Cup, so ein langer Name, habe ich ja auch mit einer sehr kurzfristigen und nicht optimalen Vorbereitung, gut, Kniebeuge wegen Knie war halt kacke, aber Bank und Heben PR gemacht, was auch überraschend war, so deswegen, ja. Ah, Gewinnspiel, ganz vergessen. Und zwar, ich habe drei, so machen die Amis, glaube ich, drei Gutscheine von ESN für fitmart.de a 50 Euro. Oder mit jeweils 50 Euro. Das heißt, drei Leute können jeweils 50 Euro Gutschein gewinnen, um sich davon Crank oder, wie heißt denn der neue Booster, mit diesem Pump-Booster, der mit Brozap gemacht wurde, der übrigens dieses, ich glaube es heißt Oxystorm, drin hat. Also einfach nur ein Supplement, was einen
festen Nitratgehalt hat, das heißt einen standardisierten Nitratgehalt, also nicht wie bei dem Rote-Bete-Extrakt oder Saft oder sonst irgendwas, wo man nicht genau weiß, wie viel Nitratgehalt da drin ist, ist es da halt genau angegeben. Und es sind 9 Milligramm, glaube ich, oder 9 Gramm sind es. 90 Milligramm, nee, 90 Milligramm waren es, glaube ich, was dann so für Leute auch mit meinem Körpergewicht noch ordentlich ist, so. Wer sich da nochmal informieren möchte, ich habe es auch hier auf YouTube auf meinem Kanal bei Live-Videos müsste es drin sein. Supplements, die wirklich funktionieren, sonst halt den Podcast einfach dazu anhören. Da spreche ich es alles nochmal an. Und auf jeden Fall den auch, könnt ihr euch auch natürlich holen. Ist auf jeden Fall interessant, den werde ich auch ausprobieren nach dem Wettkampf dann. Sonst haben wir die Riegel, Proteinpulver, alles drum und dran. Also es gibt ja genug Zeug dort. Auch Sachen, die halt wirklich auch funktionieren. Kreatin und den ganzen Kram. Und auf jeden Fall alles, was ihr machen müsst, ist auf Instagram gehen. Ich muss sagen, ich weiß gar nicht. Oder, ja, was laber ich? Ich weiß überhaupt nicht, ob die Leute, die hier auf YouTube die Videos schauen, ob die auch mich vom Podcast kennen oder halt auf Instagram schon verfolgen. Ich habe keine Ahnung. Weil Instagram ist eigentlich bei mir halt fast nur Podcast und mal hin und wieder eine Fragerunde. Von daher kann gut sein, dass Leute, die hier auf YouTube sind, vielleicht durch die Home-Gym-Test-Videos und so weiter da sind und den Podcast überhaupt gar nicht kennen. Also alles, was ihr machen müsst fürs Gewinnspiel, ist mir auf Instagram folgen. Unter dem Post, der heute, also wenn ihr das Video direkt schaut, wenn es rauskommt am Sonntag, heute Abend am Sonntag kommt ein Post, den müsst ihr liken. Nee, liken müsst ihr den gar nicht. Ihr könnt ihn trotzdem gerne liken. So wie das Video auch, gebt einen Daumen hoch. Nee, auf jeden Fall mir auf Instagram folgen. Unter dem Post kommentieren, irgendwas und den Post in eurer Story teilen. Und dann nehmt ihr an der Verlosung teil. Und ausgelost wird am 13.09. auf Instagram, 19.30 Uhr im Livestream. Das heißt, da werde ich dann vom Wettkampf wieder zu Hause sein. Hoffentlich, ja, doch. Und dann eben auf Instagram live die Verlosung machen. Und dann werden die Gewinner bekannt gegeben. Und es wird nicht das letzte Gewinnspiel sein. Ich habe ein paar Ideen noch. Dann werden nach und nach immer wieder mal Gewinnspiele kommen. Die werde ich natürlich hier in den Videos immer ankündigen. Ich werde sie im Podcast ankündigen. Und ich werde sie auch natürlich auf Instagram ankündigen. Ich werde es meist noch über Instagram machen. Das ist natürlich am einfachsten so. Apropos Podcast. Heute direkt auch ein Podcast online mit Daniel Katleck. Doktorand in Australien und Athletiktrainer in Australien. Ursprünglich aus Deutschland. Und es geht um Game Speed. Also alle, die zuschauen hier auf YouTube. Und irgendeine Spielsportart spielen, wo es darum geht, schnelle Richtungswechsel auch zu machen. Sehr interessante Folge für euch. Was ist da wirklich trainierbar, was ist nicht trainierbar? Im Kraftraum vor allem, ja, außerhalb von dem Sportarttraining, von der Sportart direkt. Und auch Schnelligkeit haben wir ein bisschen drin, Athletiktraining generell und so. Also coole Folge geworden, kann ich auch nur empfehlen. Ja, lass mich überlegen, was habe ich die Woche noch gemacht? Ich habe den Boden geputzt. Und ich zeige euch mal, wie. Jo, wir schauen uns heute mal an, wie man Gummiboden gescheit sauber bekommt. Weil ich habe, seit ich den hier verlegt habe, nie wirklich geputzt bisher. Also gesaugt habe ich, aber nie wirklich geputzt. Ich habe hier ein Stück, was ich geschnitten hatte beim Verlegen. Da könnt ihr mal sehen, wie das aussieht. Man sieht ganz gut, dass wir hier unten so eine grobe Schicht haben. Vielleicht von der Seite ist ein bisschen besser. Wir haben so eine grobe Schicht, grobes Granulat. Und dann haben wir oben so eine feine Schicht von Granulat. Das heißt, unten sieht das Ding so aus, sehr grob. Und so sind auch diese günstigen Matten, was heißt günstig? Die waren früher mal günstiger auf eBay, die man bekommt, so im Meterware, die ich früher auch in der Garage schon hatte und so. Aber da ist halt auf beiden Seiten so. Das heißt, eine recht grobe Oberfläche, die Kanten bröckeln dann auch recht schnell ab und so weiter. Ja, auch wenn man drauf geht im Knie und so, ist nicht ganz so angenehm, sag ich mal. Und hier haben wir einfach oben so eine feine, viel geschlossenere Schicht, die einfach auch deutlich hochwertiger erscheint. Und preislich, mittlerweile gibt es fast nichts mehr. Ob man jetzt die Matten nimmt für 1-2 Euro mehr oder sowas auf dem Quadratmeter oder vielleicht auch 3-4-5 Euro mehr auf dem Quadratmeter im Vergleich zu diesen Meterwaren-Matten, die man bei eBay bekommt, dann würde ich jetzt mittlerweile halt immer die nehmen, weil es einfach ist halt einfach eine richtige schöne Oberfläche dann oben drauf und eben nicht so grob wie das hier. Ja, auf jeden Fall
Gummimatten in der Form, die werden ja meistens auch irgendwie in einem großen Lager gelagert und die dünsten einfach, also wir nehmen dann diese Gerüche auch auf, die sind dann einfach hier wirklich auch drin. Ja, es riecht halt natürlich nach Gummi. Oftmals ist es ja so recyceltes Material, irgendwie so aus Autoreifen, so ein Zeug. Das heißt, es riecht nach Gummi, aber halt auch diese Hallen, wo das dann drin gelagert wird, weil die meistens ja auch gestapelt sind und so weiter. Da kann dieser Geruch von den Hallen einfach nicht wirklich entweichen. Und deswegen, wenn ihr euch Gummiboden kauft für euer Homegym oder eure Garage, sonst irgendwas, im Optimalfall könnt ihr die ein paar Tage draußen ausdünsten lassen. Und dann am besten natürlich nicht gestapelt, sondern wirklich einzeln die Matten irgendwo hinstellen, sodass von beiden Seiten noch Luft rankommt und so. Sonneneinstrahlung hilft anscheinend auch, dass der Geruch schneller weggeht. Das heißt, dass die Sonne einfach drauf scheint. Und wirklich der Optimalfall ist, dass ihr die Matten einmal baden könnt. Das heißt, ihr nehmt einfach eine große Wanne irgendwie, wo die halt dann reinpassen. Macht da irgendwie so einen pH-neutralen Reiniger rein. Ihr könnt natürlich auch so einen Zitrusreiniger oder irgendwas in der Richtung nehmen. Ihr könnt auch irgendwie Essigessenz nehmen und mit Wasser mischen. Die da reinlegen eine halbe Stunde jede Matte. Danach aber in die Sonne dann zum Trocknen, dass die wirklich komplett durchtrocknen können. Und dann sollten die kaum noch riechen. Bei mir hier im Gym ist es so, ich habe die einfach direkt verlegt. Ja, also die kamen auf der großen Palette wirklich alle gestapelt, 40 Stück. Und ich habe die einfach direkt verlegt. Ist natürlich nicht optimal. Der Raum hat eh schon so ein bisschen gerochen, irgendwie noch von den Malerarbeiten und so weiter. Die hatten dann beim Malen, glaube ich, auch geraucht hier drin und so. Das war, ja, war auch sehr dreckig, der Boden und so. Das heißt, es hat alles sehr nach Halle, nach Lager gerochen. Natürlich alles erstmal rausgekehrt, dann habe ich auch gesaugt. Da habe ich nass gewischt mehrmals und so. Ja, auf jeden Fall dann die Matten verlegt und am Anfang war es echt voll okay. Und dann kam so nach und nach dieser Geruch, der ist ausgedünstet. Ja, man riecht es halt schon. Und ich habe hier kein Fenster. Das heißt, irgendwie die ganze Zeit offenes Fenster lassen und durchlüften geht leider nicht. Aber ich habe da oben an so einem Lüftungsschacht habe ich halt einen Ventilator dran, der halt die ganze Zeit Luft rauszieht. Dann die Tür ist, wenn ich hier bin, eigentlich immer offen. Das heißt, dann zirkuliert die Luft wenigstens ein bisschen. Da hinten sind dann auch irgendwo offene Fenster. Das heißt, da kommt dann schon auch so ein bisschen Frischluft rein. Ja, aber der Geruch, der kam halt irgendwann dann. Was ich dann gemacht habe, war mit Essigreiniger im Endeffekt, also Essigessenz mit Wasser verdünnt, einfach mit der Sprühflasche überall drauf sprühen. Ja, es war natürlich nicht viel. Es hat kurzfristig ein bisschen geholfen. Dann kann man solche Kaffeepads einfach nehmen. Kaffee nimmt ganz gut den Geruch auch auf. Das Ding ist aber, das funktioniert für eine Zeit. Dann riecht es erstmal natürlich nach Kaffee auch. Das heißt, der Kaffeegeruch überdeckt diesen anderen Geruch und nimmt den Geruch von den Matten auf oder von der Luft. Aber irgendwann sind diese dann voll mit dem Geruch und dann geben die diesen auch wieder ab. Das heißt, wenn es dann irgendwann wieder anfängt, stark zu riechen, muss man die auch rausmachen. Ja, und das ist, ich habe gemerkt, das ist immer so ein bisschen so phasenweise. Das heißt, es riecht dann mal eine Zeit lang irgendwie kaum oder gar nicht. Und dann auf einmal fängt es wieder an, so zu riechen. Ich weiß nicht, ob die dann wieder anfangen auszudunsten. Ich habe keine Ahnung. Aber auf jeden Fall, kleinen Moment. Auf jeden Fall habe ich jetzt hier diesen Frosch Orange Universalreiniger geholt. Die sind ziemlich schonend auch. Es gibt einen pH-neutralen Reiniger davon. Es gibt noch diesen Essigreiniger davon. Den Essigreiniger hatte ich davor benutzt gehabt, damals für die Sprühflasche. Der riecht halt so orange, der riecht ganz gut, der riecht frisch. Sollte auf jeden Fall den Gummi auch nicht kaputt machen. Und von daher, ich habe vor 2 Tagen schon mit einer leichten Lösung, also mit relativ viel Wasser, trotzdem mehr als draufsteht im Endeffekt. Da hinten steht der Eimer, da habe ich so ein Viertel von der Flasche reingemacht, dann den Rest mit Wasser aufgefüllt. Habe ich hier schon einmal durchgewischt, so alles grob aufgewischt. Sonst kann man auch einfach saugen vorher. Hat schon direkt was gebracht. Aber jetzt werde ich auf jeden Fall noch einmal für heute erstmal die erste Hälfte hier vom Gym nochmal richtig schön tränken, sag ich mal. Weil ich habe ehrlich gesagt keinen Bock, jetzt die ganzen Matten wieder zu nehmen und in eine Wanne zu legen, draußen dann zu trocknen und so weiter, dann wieder verlegen zu müssen. Deswegen mache ich es einfach so. Ich habe keine Angst, dass es schimmelt oder so. Ich kann die Matten dann auch ein bisschen hochnehmen, dass auch von unten Luft drankommt und sowas. Aber ja, Ventilator bleibt dann an. Auf jeden Fall gehe ich heute nochmal durch, mache die Matten nochmal richtig schön voll mit dem Zeug, in der Hoffnung, dass dann der Geruch langfristig auch wegbleibt. Ihr müsst natürlich beachten, Brille ist wohl dreckig. Ihr müsst natürlich beachten, dass ihr, wenn ihr Sachen hier stehen habt mit Metall oder aus Metall, die vor allem unten drunter keine Beschichtung haben, wie meine alte Bank zum Beispiel, die ich habe,
und die dann verschiebt und auf den nassen Boden stellt, dass dann am nächsten Tag auf jeden Fall der Rost sein wird. Den kann man dann mit einem Schwamm leicht wieder wegmachen, aber trotzdem einfach dran denken, vielleicht die Sachen halt nicht auf das nasse Zeug stellen. Hier habe ich jetzt auch das Rack so ein bisschen feucht und so, das wische ich gleich mit dem Tuch noch ein bisschen ab. Rostet auch nichts, ist ja beschichtet, also von daher kein Stress. Man braucht auch keine Angst haben wegen diesem Schaumfilm, den man da oben so sieht, der, wenn der trocknet ist, geht alles weg. Also die Matten sind danach wieder so richtig blitzblank, schwarz. Und ich habe eine Stelle, wo was drauf stand vorher, was ich nicht vor 2 Tagen wischen konnte. Und da sieht man einfach richtig, wie das deutlich heller ist, weil halt so viel Staub noch drauf ist. Also von daher, die sehen danach auch wieder richtig neu aus. Und aufpassen, nasse Gummimatten sind saurutschig. Und bevor jetzt vielleicht wieder irgendwelche Gummi-Experten oder Gummihandschuh-Fetischisten oder sonst irgendwas kommen und hier sagen, ja, aber die Matten muss man eigentlich so und so reinigen. Ich bin kein Gummifreak, ich habe keine Ahnung von dem ganzen Zeug, aber mit ein paar Minuten Recherche ist das, was man findet, wie man die Dinger reinigt. Also von daher mache ich es auch so. Ja, und ihr könnt gerne natürlich unten reinschreiben, was ihr für Erfahrungen gemacht habt, was gut funktioniert und so weiter. Aber ach, diese Leute immer, ey. Und hier seht ihr übrigens den Unterschied. Hier auf diesem Viereck standen die Scheiben und außenrum hatte ich gewischt. Und die Matten sind es immer noch sogar heller als die da hinten und ihr seht auch schon wieder Fußabdrücke und so weiter. Aber auf jeden Fall kann ich sagen, der Bereich hier riecht jetzt, wenn man direkt an den Matten auch riecht, frisch nach Orange. Ein bisschen nach Gummi und ein bisschen nach Orange, ist ganz gut. Und wenn man in den Raum reinkommt, das riecht auf jeden Fall gerade gar nicht nach Gummi so wirklich, also auch nicht nach Halle oder sowas. Riecht gerade echt gut. Ich mache dann morgen noch die andere Hälfte noch mal richtig schön getränkt mit dem Wasser und so. Hier ist auch schon alles wieder getrocknet. Ja, und das ist so, wie ich das jetzt gerade angehe. Und falls es auf Dauer immer noch nicht so geil sein sollte mit dem Geruch, also muss man gucken, wie es jetzt entwickelt in den nächsten Wochen so. Dann werde ich wahrscheinlich doch mal nach und nach die Matten halt rausnehmen, einzeln immer wieder und die dann draußen mal richtig, richtig nass machen, richtig tränken in dem Zeug und an der Luft ein bisschen ausdünsten lassen. Wird natürlich eine scheiß Arbeit, weil ich habe 42 Matten, glaube ich, bin mir nicht ganz sicher. Und eine Matte wiegt auch 20 Kilo ungefähr, das heißt, gut, ich habe eine Palette draußen und sowas, dann kann ich sie auf die Palette laden und rausfahren, aber ist natürlich trotzdem eine scheiß Arbeit und ich meine, das Rack und so weiter ich auch nicht umstellen wollen. Das heißt, die 4 Matten, auf der das Rack steht und da hinten sind sogar 6 Matten. Ah ne, die in der Mitte kann ich rausmachen, das heißt auch wieder 4 Matten, die werde ich wahrscheinlich dann nicht rausholen, da habe ich keinen Bock drauf. Auf keinen Fall, der Latzug genauso, der ist zusammengebaut mit 140 Kilo Gewichtsblock, das muss nicht sein. Aber ja, damit sind wir am Ende für heute. Lasst gern ein Like da, abonniert den Kanal und bleibt stark. Bis zum nächsten Mal.